Es ist eine bunte Truppe, die sich jeweils nach vier oben Zeiholz trifft, für das Theaterstück vom Holzschuh-Schlappier zu üben und Requisiten fertigzustellen. Nun wird überall Hand angelegt und die einzelnen Szenen geübt, bis dass die verschiedenen Auftritte euch wirklich hocken. Initiant von dem Theaterprojekt ist der Pascal Furger. Er war euch, der das Stück nach mündlicher Überlieferung geschrieben hat. Das ist also ein, zwei Monate ist schon gegangen. Wir hatten eine Ferien können etwas machen. Vor zwei Jahren in der Sommerferien haben wir angefangen. So. Dann habe ich die Geschichte mal zuerst geschrieben. Und nachher mit der Frau und mit den Kindern zusammen da, im Winter durch auch wieder eine Ferien, die jetzt Theaterstück eigentlich die ganze Rolle verteilen. So. Die Idee, so ein Theater zu schreiben und aufzuführen, ist dem Pascal Furger bei dem Schielertheater gekommen. Der grosse Einsatz und die Leidenschaft haben ihn derart begeistert, dass er sich entschlossen hat, selber ein Theaterstück zu schreiben und zu inszenieren. Zecho hat nicht lange auf sich warten. Es ist sehr einfach gegangen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben einen Flyer gemacht und dann haben wir ihn hier im Dorf verteilt. Und da haben sich spontan schon beim ersten Mal sind da 60 Leute gekommen, haben sich quasi alle geschrieben und haben gesagt, sie machen mit. Und die meisten von denen sind nicht wirklich jetzt hier. Der Überlieferung nach soll der Holzschuh-Schlappier anfangs vom 19. Jahrhundert in der Erfri und Wäldri rund um Eiholz scheiss Unwesen getrieben haben. Noch heute kursiert die Sage von dem Reis, der zu Lebzeiten als Diener von Jesuiten im Rohrberg geschafft hat. Täubsig war er und hätte kein Wort geredet. Nachdem er ihn zu Unrecht verurteilt hätte und nicht Kettinnen hätte gelegt, sei er gestorben und hätte sich später als Geist den all denen gerecht, die ihn schlecht behandelt hätte. Der Adrian Werlin spielt die Rolle vom Holzschuh-Schlappier. Eine grosse Herausforderung, als Hörende einen Gehörlosen zu imitieren. Also für eine Laie ist das eigentlich sehr schwierig zu imitieren, weil man kann reden und ein Gehörloser kann es nicht. Und dann muss man sehr, sehr viel mit Händen, mit Mimik, mit Gesten das überbringen. Und wenn man das nicht kann, ist das abnormal schwierig. Und das ist fast unmöglich, das einfach so vom Himmel bringen zu lernen. Und ich habe sehr gute Unterstützung bekommen von einer Dolmetscherin, die mir das ein bisschen beigebracht hat, wenn ich mit den Fingern arbeiten soll, wenn ich mit der Mimik arbeiten soll. Weil ich muss ja das im Publikum darlegen, was ich eigentlich sagen oder darstellen oder was auch immer. Und das ist sehr schwierig für mich gewesen, aber ich habe mich eigentlich jetzt so sehr gut drin mitarbeiten und ja, es geht tiptop. Über 30 Darsteller sind bei dem Stück dabei. Mein erster Probe hat man schon das letzte Jahr im November angefangen. Seit Anfang des Holgsten jeben Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt vorne vor der realen Kulisse. Also es hat schon recht viel Zeit in Anspruch genommen. Also wir sind 2 bis 3 Mal pro Woche sind wir regelmässig dahinter, zwischendurch mal einen Monat Pause. Aber eigentlich seit einem Jahr sind wir dahinter. Vor allem, wir sind alles Laien, also die meisten von uns haben noch nie im Theater gespielt, also es hat schon etwas Übung gebraucht. Mit der Rolle als Pfarrer hat sich der German Walter angefreundet. Ja, Pfarrer ist keine schlechte Rolle, also ist mal ein bisschen anders als normal, aber mal Respekt hast du früher mehr gehabt als heutzutage und das gefällt ja jedem. Wie gefällt dir das Drehbuch von dem Theater? Also mir hat das von Anfang schon relativ gut gefallen, also es ist eine Sage, ich habe die Sage vom Kehren sagen gekannt. Aber jetzt, wenn man eigentlich alles drumherum sieht, ist schon, gefällt mir recht gut. Speziell an der Freilichtaufführung sind nicht nur die zeitgemäßen Kostüme, die speziellen Requisiten und die einzigartige Kulisse, sondern auch die Tatsache, dass 3 Aufführungen von dem Theater für Gehörlose und Schwerhörige simultan übersetzt werden. Für die Gebärdensprachdolmetscherin Christine Blumenthal eine grossartige Sache. Ich habe es wahnsinnig toll gefunden, endlich mal ein Verein, der etwas macht für die Gehörlosen, schließlich eine Randgruppe. Und Wallis ist ja auch noch ein Randkanton und jetzt kommt da einfach eine Gruppe hörender Leute, die eine Anfrage haben, dass man so ein Theater könnte mit Gebärdensprachdolmetscher durchziehen. Ich finde es fantastisch. Das Stück wird für die Gehörlosen vom Dialekt auf Hochdeutsch übersetzt. Das hat schon einen guten Grund.
Gut, ich bin jetzt Walliserin, verstehe es, aber ich tue das nachher auf Hochdeutsch übersetzen. Weil die Gehörlosen haben ein hochdeutsches Mundbild. Es wird alles auf Hochdeutsch übersetzt. Die Dialekte verstehen sie so nicht. Sie haben aber selber Dialekte in der Gebärdensprache. Das gibt es da natürlich auch. Ein Theater simultan zu übersetzen, gehört für die Christine Blumenthal zum Berufsalltag. Einmal ist Theater, mal ist ein Kongress. Es gibt auch Situationen, zum Beispiel Kaiserschnitt, wo ich dabei sein kann. Es gibt alles Mögliche in meinem Job, wo ich dabei sein kann. Und das macht es halt natürlich auch so vielfältig. Bis zur Premiere vom Holzschuh-Schlappier am 28. September wird noch geübt und die Kulisse fertiggestellt. Dabei verwandelt sich der Theaterspielplatz in ein Dorf aus dem frühen 19. Jahrhundert. Aber nicht nur das Bühnenbild soll den Zuschauer zurück in die alte Zeit versetzen. Der ganze Festplatz wird so gestaltet, wie man sich das Leben um 1830 vorstellen. Also vom Bühnenbild selber, das ist meiner Meinung nach sehr aufwendig. Es hat sehr, sehr viel Arbeit gegeben bis jetzt. Es wird noch sehr viel Arbeit in der nächsten Zeit geben, bis die erste Vorführung kommt. Jetzt so das Grobe an dem See steht. Wir haben hier alles in allem ca. 4 Gebäude bauen. 4 Gebäude Fronten, muss ich so eigentlich richtigerweise dazu sagen. Und jetzt geht es einfach nur darum, die ganzen Details, die Finesse da uns zu schaffen. Die Sachen, die ich müssen bewegen und so noch zerstellen. Und, ja, es gibt schon etwas zu tun. Seit gut 2 Monaten ist die Bauergippe dahinter. Das aufwendige Bühnenbild aufzubauen. Also angefangen haben wir mit dem Bühnenbild ungefähr Ende Juni mit den ersten Arbeiten, mit dem Mayo und Vorbereitungen und so weiter, das Material auf den Platz bringen. Am Anfang haben wir 1 bis 2 Mal in der Woche pro Abend geschafft, so also ungefähr vom 6 bis 10 Uhr, bis er einfach genachtet hat. Mittlerweile müssen wir sagen, sind wir ein bisschen mehr dahinter. Ich kann es schon 4 bis 5 Abende da sein. Samstag vor allem, weil jetzt so viel kommt. Ja, es ist schon völlig auf ein paar Stunden Arbeit, die wir da investiert. Je näher die Premiere rückt, umso mehr steigt das Lampenfieber bei den zahlreichen Schauspielern und Statisten, die beim Holzschuh-Schlappier im Einsatz stehen. Und auch beim Autor und Regisseur Pascal Furger steigt der Puls. Nervosität steigt schon, das ist schon so. Aber man ist auch recht froh, dass jetzt langsam losgeht. Und ein bisschen, in den Knien, das Zittern kommt schon. He. Und mit dem Wettergott hat man da irgendeinen Deal gemacht, dass der einigermaßen die Temperatur ist und das Wetter es nicht schifft? Ja, wir machen ein Vorgewetsche, sogar im Stückbett werden ein bisschen hoffen, erkehren das. Der Holzschuh-Schlappier wird zwischen dem 28. September und dem 13. Oktober 8-mal aufgeführt. Neben dem Theater sorgt das Rahmenprogramm mit volkstümlicher Gruppe und Vereinen für gute Unterhaltung.